Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich bewerte eure Parks Video und ich muss erstmal sagen, ihr habt mir wirklich richtig, richtig viele Parks zugeschickt per E-Mail, per Discord und ich komme da gar nicht hinterher, muss ich sagen. Ich habe die Parks alle abgespeichert natürlich, aber es ist wirklich schwer, die alle abzuarbeiten. Also seid bitte nicht böse, falls es mal ein bisschen dauert mit eurem Park und ja, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, dass ich da so ein bisschen mehr hinterherkomme, jetzt mal wieder ein paar Parks aufnehme. Aber ich wollte jetzt erstmal auf jeden Fall einen Park nehmen, der ja, auf dem neuen Update basiert. Also nach dem neuen Update, wo die neuen Deko-Elemente, die neuen Terrain-Tools und sowas benutzt wurden. Und deswegen habe ich jetzt erstmal einen Park rausgesucht, bei dem das der Fall ist. Ihr könnt ja, wenn ihr mir einen Park geschickt habt, den vielleicht nochmal ein bisschen abändern, bearbeiten mit den neuen Terrain-Tools und sowas. Bisschen anpassen, um ihn nochmal ein bisschen interessanter zu gestalten, weil gerade die neuen Sachen interessieren mich natürlich brennend und euch wahrscheinlich auch. Und dann ist auf jeden Fall die Chance größer, dass euer Park hier der nächste sein wird. Der heutige Park, habt ihr sicherlich schon am Titel gesehen, der ist von Black Schwammig. Und Black Schwammig hat auch eine ganz tolle E-Mail dazu geschrieben, nämlich: Hey Dandy, habe einen Park gebaut für dein Format. Ich bewerte Zuschauerparks. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und sehr viel Liebe reingesteckt. Er ist auch ein bisschen an deinem Mountainpark angelehnt, aber nur ein bisschen. Also ich habe auch einen Berg. Bauzeit circa 8 Stunden. Es wäre echt toll, wenn du ihn dir in einem Video anschauen würdest. Würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Genau das werden wir jetzt tun. Der Park ist schon mit den ganzen neuen Sachen aus dem Update. Es gibt auch ein paar benannte Gebäude und Dinos. Der Park heißt übrigens Dandy Park. Ich fühle mich sehr geehrt, dankeschön. Bla bla bla, das sind nur noch keine wichtigen Infos. Würde mich sehr freuen, wenn du ihn in einem Video zeigst. Das werde ich jetzt tun. Schönen Tag noch. Den wünsche ich dir und den anderen, die gerade zuschauen, auch natürlich. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt in deinen Park. Und da sind wir auch schon in dem Park von Black Schwammig. Und ich bin sehr gespannt. Also wir sehen auf jeden Fall schon mal, die neuen Terrain-Tools hast du schon mal hier verwendet. Hast du auch eine sehr schöne Position zum Speichern benutzt. Ich bin sehr gespannt. Du hast auf jeden Fall eine schöne... Oh ja, ich sehe da hinten schon den Berg. Ich würde sagen, wir gehen wieder zum Eingangsbereich, Leute. Das ist ja eigentlich immer so der beste Startpunkt. Und dann gehen wir alles nach und nach ab. Schauen uns den Park natürlich gleich auch nochmal von oben in der Gesamtübersicht an. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt hier erstmal an. Hier geht auf jeden Fall ein beiger Besucherweg, ein breiterer, einfach rein. Dann hast du richtig schön hier viel mit Wasser gearbeitet. Toll, das gefällt mir. Links und rechts geht ein grauer Weg ab. Der ist vermutlich so ein bisschen industriebereichsmäßig. Das hast du sehr schön gemacht. Was ist denn das hier vorne? Das Nerdzentrum, das ist wahrscheinlich ein Wissenschaftszentrum. Du kommst hier nicht. Mehr Wegpark. Alles klar. Okay. Hast du sogar benannt. Sehr, sehr cool. Und hier führt auch noch ein Weg lang. Den gehen wir auch mal kurz entlang hier. Ah, der ist natürlich sehr, sehr steil, aber das hat wahrscheinlich platztechnisch nicht mehr anders hingehauen. Gehe ich mal von aus. Du hast hier sehr nah am Rand gebaut natürlich. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Der führt hier hinten zu einem Industriebereich. Und den hast du wirklich schön gemacht hier. Hier haben wir einmal I believe I can fly. Gibt es da auch einen Namen für die Helikopter-Teams? Nee. Das ist sogar das Helikopter-Team, was so heißt. Und denken Sie, wären cool. Kuli 1, Kuli 2, Kuli 3. Okay. Hast du dich für rote Jeeps entschieden. Hier auch schöne Wege gemacht. Finde ich cool hier die Eingänge, die du gemacht hast. Hier mit diesen schrägen. Das hast du auch beibehalten. Sehr, sehr nice. Hier hinten hast du noch einen Turm. Ich stalke dich eins. Der ist, ja genau, der ist dafür da, dass man hier die freigelassenen Dinosaurier beobachten kann. Hier ist nämlich dein Hammond-Entwicklungslabor. Hier kommen die Babys her. Ja, auch ein sehr guter Name. Halt, Stopp, 3. Okay, du scheinst sehr viel benannt zu haben. Cool. Ja, einfach ein simples Gehege hier. Finde ich cool, dass du das so weit vorgezogen hast und den Bereich ein bisschen vergrößert sozusagen hast. Ich quetsche das ja eigentlich meistens hier in diese ganz kleine Ecke rein. Aber hast du sehr schön gelöst, dass das hier auf dieser Seite ist und dass du dann sozusagen die Dinos hier teilweise direkt ins Gehege freilassen kannst. Aber zu dem Gehege kommen wir gleich. Wir schauen mal ganz kurz hier die Sicht einmal an. Genau. Oh, eine sehr schöne Sicht hast du hier gemacht. Gefällt mir. Sehr toll. Da hinten sieht man schon die ein oder anderen Dinosaurier. Diplodocus sehen wir jetzt gerade, dann Edmonto. Oh, richtig cool, dass du so einen bergigen Park gemacht hast. Schaut mal, da hinten sieht man auch Dinosaurier. Das kommt halt, weil er so richtig schön viele Berge hier eingebaut hat. Und das sieht auch echt cool aus mit den Klippen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder Richtung Besucherweg, weil der ist natürlich am interessantesten. Und ich habe da schon einen sehr spannenden Dinosaurier vorhin gesehen.
Genau, hier geht's lang. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier links ein Gehege ist oder ob das einfach nur Deko ist. Oh ne, da scheint ein Gehege zu sein. Das ist auf jeden Fall ein Moserfutter. Okay, vielleicht sind da doch keine Dinos drin. Moserfutter, Moserfutter. Ne, da sind keine Dinos drin. Okay, das soll sowas wie ein Mosasaurus-Gehege sein. Coole Sache, nur leider gibt's den Moser nicht. Hast du sehr schön gestaltet. Richtig viel Wasser, hier so ein paar Büsche, bisschen Felsen. Den Untergrund hast du auch dunkel gemacht. Finde ich auch immer sehr schön unter Wasser. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Dann hast du noch den großen Baum eingebaut. Finde ich auch cool. Und du hast auch immer schön verschiedene Büsche hier genommen. Na, coole Idee mit dem Mosasaurus-Gehege. Und ich habe doch hier vorne schon Indominus Rex oder sowas gesehen. Hier direkt zur Rechten. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das war nämlich ein Indominus Rex hier direkt. Lauteres Brüllbrüll. Okay. Dann gibt es wohl auch ein lautes Brüllbrüll, gehe ich mal von aus. Schöner Skin natürlich hier. Das ist, glaube ich, das Regenwaldmuster, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, Regenwaldmuster. Indominus Rex, cooler Dinosaurier auf jeden Fall. Mache ich viel zu selten, wenn ich ehrlich bin. Aber auch eine sehr schöne Gehegeform, die du hier gemacht hast. Ja, man hätte natürlich den Zaun hier noch ein bisschen mehr am Weg entlang bauen können, aber das sind wirklich Kleinigkeiten, ne? Da kann man noch viel Zeit investieren, aber das muss ja dann auch nicht sein. Und hier zu unserer Rechten haben wir direkt so einen richtig schönen Berg. Und da geht es direkt richtig steil hoch, wie ihr seht. Eieiei, aber es sieht cool aus hier mit den Klippen und dem Gras so da drüber. So sehr schön gemacht. Und hier laufen auch schon die ersten Dinos rum, nämlich Zintaurosaurus. Unser cooler Dinosaurier. Hier oben kleiner Wasserbereich, wieder den großen Baum. Aber ich sollte vielleicht mich jetzt ein bisschen mehr an den Weg halten. Zu dem großen Gehege kommen wir gleich noch. Es wird ganz schön schwierig. Ich glaube, du hast sehr, sehr große Gehege gemacht. Das geht hier hinten komplett lang. Müssen wir mal gucken, wie wir das gleich am besten erkunden. Genau, hier rechts ist auf jeden Fall der Indominus Rex. Gibt es hier noch einen Aussichtsturm, der auf den Indominus schaut? Nee. Okay. Aber auch ein cooles Gehege. Dann würde ich sagen, ach doch, hier ist eine Beobachtungsgalerie. Da schauen wir doch mal. Ja, Beobachtungsgalerie ist immer ein bisschen kritisch, wenn der Zaun vor ist. Der Zaun ist dann leider immer sehr im Weg. Ja, wir können den Indominus Rex leider eh gerade nicht sehen. Also passt schon. Auf jeden Fall geht es dann auch hier links. Ich würde auch sagen, wir biegen hier links ab. Da vorne geht es nämlich zum Innovationszentrum. Und ihr wisst ja, meistens ist das die Mitte des Parks. Und da wollen wir natürlich erst später ankommen. Also wir biegen hier links ab. Hier geht es dann in so einen kleinen Bereich mit ein paar Bäumchen. Die hast du hier auch schön platziert. Alles schön umzäunt. Hier haben wir einen Souvenirladen. Kauf noch mehr Sachen 3. Friss dich zu Tode 3. Stalke dich 2. Worauf ist denn hier die Sicht? Ah, auf das Mosasaurus-Gehege. Wäre schön, wenn jetzt hier wirklich eine rausspringen würde. Aber sehr coole Idee, dass du das eingebaut hast. Feier ich. Hier hast du eine... Taugt eh nix. Sehr gut, das ist eine Sturmabwehrstation. Ja, braucht man nicht, weil du das hast wahrscheinlich ausgestellt. Dann geht's hier weiter zum nächsten Gehege. Oh, das ist schon eine Gyrosphärenfahrt mit den neuen Toren. Cool. Das gefällt mir. Ist immer sehr ärgerlich, dass man noch nicht die Tore direkt am Weg bauen kann, dass man immer hier diesen Abstand machen muss. Aber geht nicht anders und ist jetzt auch nicht mega tragisch. Ich weiß gar nicht, was wir hier links jetzt haben für ein Gehege. Sehe ich überhaupt Dinosaurier? Doch, da sind Dinos drin. Oh, ein Indoraptor. Ich töte dich, Raptor. Schauen wir doch mal. Dürfte lebhaftes Muster sein, ne? Ja. Lebhaftes Muster. Sehr cool. Du scheinst hier wirklich gefährliche Dinosaurier in deinem Park untergebracht zu haben. Und ich muss echt sagen, mit den neuen Terrain-Tools sieht die Optik hier schon ultra, ultra nice aus, oder? Also, diese ganzen Gewässer und Büsche und sowas, die machen schon echt viel aus und diese Felsen. Die Gehege wirken dadurch halt viel lebendiger und sowas. Und ich bin gleich auch sehr gespannt auf die Fahrt. Hier vorne haben wir nämlich auch noch einen weiteren Dinosaurier. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Hier sind so viele Gehege. Leute, hier rechts kommt schon wieder das nächste Gehege. Also die Besucher haben hier wirklich viel zu schauen bei dir. Brüllbrüll. Ah, okay. Deswegen heißt der Indominus Rex noch lauteres Brüllbrüll. Hier ist nämlich nochmal ein T-Rex. Und der hat das Küstengebietsmuster. Interessant. Und ich würde sagen... Wir biegen jetzt hier, bevor wir jetzt hier rechts das Gehege uns anschauen, biegen wir direkt in die Gyrosphärenstation mal ein und gönnen uns mal ganz kurz die Fahrt. Wo geht das hier nochmal? So. Ah, das war der falsche. Wir wollen natürlich selber fahren, weil geht ein bisschen schneller. Und ich glaube, wir haben hier so viel zu erkunden. Also wir sollten uns echt ein bisschen ranhalten. Also seid nicht böse, wenn ich mir... Tour offline. Tour offline, okay. Stimmt, wir kriegen jetzt gar keine Infos. Schade, schade. Ja, wir haben ja die Dinosaurier leider schon jetzt
vorweg gesehen, die hier drin sind. Da ist auf jeden Fall ein Rexy. Aber wir fahren jetzt trotzdem nochmal ganz schnell die Strecke entlang. Hast ja auch sehr schön mit den Dekobäumen gearbeitet. Finde ich cool. Der Wasserbereich ist auch verbunden von den beiden Gegenden. Finde ich auch immer sehr schön. Jetzt kommen wir hier durch das neue Gyrosphären-Gate. Oh, was war das für ein Geräusch? Was sagen wir, als hätten wir es kaputt gemacht. Der Indoraptor schläft da vorne, glaube ich, gerade, ne? Wo war denn das? Ah, da hinten schläft er. Können wir gerade leider nicht so gut sehen. Wir düsen mal hier weiter entlang. Wäre natürlich jetzt eine viel spannendere Fahrt, hätte ich mir vorher die Venus nicht angeschaut. Aber passt schon. Hier ist ja auch nochmal so ein bisschen Wald und sowas eingebaut. Sehr schöne Gehegegestaltung. Und deine Einschienbahn, die geht, glaube ich, auch durch den gesamten Park, so wie es aussieht. Aber ob wir es schaffen, damit noch zu fahren, das bezweifle ich ein wenig. Jetzt ist hier vorne natürlich der Indoraptor perfekt. Vielleicht kriegen wir gleich eine schöne Darbietung. Oh! Wäre ich jetzt in der Gyrosphäre vor mir, hätte ich ganz schön Angst. So ein Indoraptor ist dann doch ganz schön groß, ne? Wenn man mal schaut. Schon krass. Öffnet sich eigentlich das Tor, wenn ich damit hinfahre? Nee. Oh, jetzt rennt er weg. Ich glaube, jetzt habe ich ihn zu sehr bedrängt. Tschüss, Indoraptor. Oder doch nicht? Tschüss. Kommst du wieder? Hi. Nicht mich fressen. Will dir nichts tun. Ja, wir verschwinden mal lieber. Bevor der uns hier noch zu nahe kommt. Schnell hier durch. Whoop. Zack. Dann fahren wir hier nochmal die Strecke entlang. Und da sehen wir dann nochmal den Rexy. Und jetzt hier auch nochmal gelaufen. Der cooler Skin. Da geht er. Und geht, glaube ich, was futtern. Ja, wollen wir nicht weiter stören. Hier geht es dann auf jeden Fall zurück. Sehr, sehr cool. Erste Gyrosphärenfahrt haben wir geschafft. Und dann, wenn wir hier wieder rauskommen, haben wir direkt zu unserer Rechten das nächste Gehege. Das habe ich gerade übersprungen. Und ich habe schon den Fischfutterspender gesehen. Hier sind nämlich Suchomimos drin. Boah, was ist das denn für ein Skin? Den mache ich ja irgendwie nie, aber der sieht ja voll cool aus. Ultra nice. Sushi 3 heißt er. Waldlandmuster. Das sollte ich vielleicht auch mal öfter machen. Sieht sehr, sehr cool aus. I like it. Die anderen heißen wahrscheinlich genau Sushi 1, Sushi 2. Ja, den Skin kenne ich. Den habe ich beim letzten Mal gemacht. Und welchen haben wir noch? Oh, den gelblichen. Ja, der ist auch cool. Ich glaube, das ist Dschungel, ne? Ne, Sumpf. Genau. Okay. Auch hier schauen wir mal ganz kurz in das Gehege. Haben wir denn hier eine Beobachtungsgalerie? Ich glaube nicht, aber du hast hier wieder einen sehr schönen Wasserbereich gemacht, der auch übergeht in das nächste Gehege, wo schon ein Giga ist und wieder eine Gyrosphärenfahrt. Ja, ich glaube, das wird ein langes Video, Leute. Hier gibt es wirklich sehr viel zu entdecken. Und die Besucher haben wirklich eine super Sicht hier überall. Also, wenn man mal so schaut hier, wie gut man die hier beobachten kann, die Dinosaurier aus dem Park. Sehr cool gemacht. Auch hier schön ein bisschen angehoben. Schön mit den Büschen und Bäumen gearbeitet. Hast du sehr gut platziert. Die sehen sehr natürlich aus, die Gehege. Und hier hinten waren wir noch nicht, da gehen wir später hin. Ja, aber ansonsten gibt es hier, glaube ich, gar keine Beobachtungsgalerie. Das scheint mir alles so zu funktionieren. Gehen wir mal den Weg weiter. Hier kann man auf jeden Fall zwei Gigas schon sehen, die gerade auf die Gyrosphären losgehen. Eieiei, der schnappt da richtig nach. Seht ihr das? Die kriegen gerade richtig eine Show geboten, die Gäste da vorne. Dann gehen wir weiter. Dann kommen wir hier vorne hin. Hast auch hier wieder die Wegfarben immer angepasst. Das ist natürlich jetzt hier wieder ein... Für alle, die auf stark tun... Was ist denn das hier? Ah, ein Sicherheitszentrum. Ah, okay. Sehr schön. Ja, hast du natürlich hier mit den grauen Wegen sehr, sehr gut angepasst. Gefällt mir. Mag ich ja sowieso die Unterteilung. In solche Industriegebäude mit anderer Wegfarbe und den normalen Besuchersachen. Hier haben wir schon wieder eine Abzweigung. Also du hast hier wirklich viele, viele Wege und viele Gehege gebaut. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Hier geht es auf jeden Fall rechts zu einem Hotel und frisst dich zu Tode. Ein Imbiss. Wie heißt das Hotel? Hotel 5. 5 Hotels hast du? What? Nee, okay. Das ist das einzige Hotel, so wie es aussieht, ne? Ja, okay. Das ist das einzige Hotel. Hier haben wir Kauf noch mehr Sachen 1. Und was haben wir noch? Kauf Sachen. Okay. Dann hier rechts war, glaube ich, das Giga-Gehege, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ich glaube, das müsste das Giga-Gehege sein. Hat man denn vom Hotel eine gute Aussicht? Ah, man kann da unten sogar die T-Rex sehen. Cool. Sehr gut gemacht. Hier rechts. Oh, hier rechts kann man auch ins Gehege schauen. Da sieht man sogar was. Was ist denn das? Ich kann es gerade leider nicht erkennen, was es ist. Ach, das ist der neue, oder? Ist das der Urano? Ich habe keinen blassen Schimmer, welcher das gerade war. Oder war das der Mutagura? Weiß es nicht. Werden wir gleich noch herausfinden. Genau, hier hinten hast du auch nochmal so einen schönen Wegbereich gemacht nach da oben. Mit so einem schönen Felsen hier. Wo geht der denn hin? Ach, der ist wahrscheinlich einfach zum Schauen hier, der Weg. Ach ja, stimmt. Hier, guck mal, hier kann man hinlaufen. Dann kann man hier vorne die großen Pflanzenfresser, falls sie denn hier hinkommen, ja, beobachten beim Fressen. So, dann geht's hier zurück. Und dann biegen wir mal rechts ab, wo ganz, ganz viele Menschen laufen. Kann ich auch verstehen, ist die Mitte des Parks. Und hier geht's zu der nächsten Gyrus-Fernfahrt. Hier ist so das Tor. Hier links ist auch schon wieder ein Gehege. Also das ist echt krass, wie viele Gehege du hast. Wir gucken am Ende mal, wie viele Dinosaurier du im Park hast, wenn ich es nicht vergesse. Und ich würde sagen, auch hier fahren wir mal eben schnell durch. Ich weiß gar nicht, wie lange nehmen wir schon auf, aber es geht eigentlich. Aber wir haben noch richtig, richtig viele große Gehege vor uns. Deswegen versuche ich mich echt ein bisschen zu beeilen. So, fahren wir hier mal lang. Kürzen die natürlich ab, überholen alle. Lass mich durch. Ich hab Vorrang. VIP-Pass. Und da kommen wir zum ersten Giga. Auch mit meinem Lieblingsskin hier, den du da ausgewählt hast. Ich weiß gerade gar nicht, wie der genau heißt. Aber der sieht auf jeden Fall cool aus. Da kommt der andere Giga auch gerade. Eieiei. Bin umzingelt. Ich will hier weg. Drehen uns mal ein bisschen. Ja, die beiden Gigas, die machen hier ordentlich Action für die Gyrosphären. Mega, mega cool. Gucken natürlich auch gleich noch die Namen von den Gigas an. Vielleicht hast du denen ja tolle Namen gegeben. So, dann überholen wir mal. Ich glaube, viel mehr Dinosaurier werden hier nicht drin sein. Wir kürzen hier mal ab. Hier wäre jetzt nämlich auch gerade ein Futterspender gewesen. Und dann sind wir schon durch mit der Gyrosphären-Fahrt. Das ging recht fix. Schauen jetzt nochmal eben die Namen an von den beiden Gigas. So, große Fresse, nix dahinter. Ich glaube schon, dass da was dahinter ist. Eins und wahrscheinlich zwei auch noch. Ja. Also ich glaube schon, dass da Rollos 3... Oh, man kann die benennen. Ah ne, das ist die Station. Okay. Ich dachte, man kann jede einzelne Gyrosphäre benennen. Das wäre ultra witzig. So, dann geht's hier weiter. Sehr, sehr viele Gäste. Und dann kommen wir zum Innovationszentrum. Kommen jetzt von dieser Seite. Sonst wären wir von hier vorne gekommen. Aber das passt schon. So. Hast du hier auch sehr schön gemacht. In einer, ja, eckigen Optik drumherum gebaut. Nämlich einem... Oh Gott, was habe ich beim letzten Mal gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Ecken. Oktagon ist richtig, ne? Oder irre ich mich jetzt? Bin ich jetzt verwirrt? Hexa. Nee, das ist eigentlich Hexagon jetzt, ne? 6 Ecken. 8 Ecken. Nee. 8 Ecken Oktagon. Oh, ich weiß es nicht, Leute. Es tut mir leid. Hast du auf jeden Fall schön gemacht hier mit den Wegen und den Bäumen. Sehr, sehr cool. Wir kommen mal jetzt einfach von dieser Seite. Hier waren wir ja vorhin auch schon. Genau, hier war, glaube ich, der Dominus Rex drin, ne? Ja, hier war der Dominus Rex drin. Und dann kommt man hier auf die Besucherstation. Den Turm haben wir gerade auch schon gesehen. Hier ist das Innovationszentrum und ihr seht schon, hier sind einige Besucherläden mit vielen Namen. Kauf Sachen. Hier ist eine, ja, eine Einschienbahnstation. Das ist, glaube ich, die einzige, ne? Kann das sein? Ja, das ist die einzige. Cool. Okay, das heißt, die Fahrt fängt hier an und geht einmal durch den gesamten Park. Ich weiß nicht, ob wir die noch machen am Ende, weil das würde, glaube ich, ewig dauern. Und hier hinten hast du auf jeden Fall richtig viele Beobachtungsgalerien. Stalke dich, stalke dich, stalke dich. Schauen wir doch mal eben die Aussicht an. Da sehen wir schon. Was sehen wir denn da? Das ist ein Allosaurus. Sehr cool. Sehen noch irgendwas? Oh, die Gigas können wir auch sehen da hinten. Die machen da ja richtig Rambazamba, die Gigas, ne? Das ist schon krass. Was sehen wir da rechts? Ich glaube, das sind Raptoren, oder was ist das? Da kann man schlecht erkennen. Dann wechseln wir in die nächste, in den nächsten Beobachtungsturm hier. Und jetzt sehen wir sogar zwei Alus. Okay. Vorhin haben wir nur den einen gesehen. Du hast wirklich richtig viele große Fleischfresser hier eingebaut in dem Park. Mega nice. I like it. So, dann kommen wir hier zur nächsten. Jetzt können wir gleich sehen, ob das Raptoren waren oder nicht.
Ja, es sind Raptoren. Cool. Mal gucken, ob die Blue, Echo, Delta, Charlie heißen. Aber es sind 5. Also es würde nicht hinkommen. Das Gehege auch wieder sehr, sehr schön gestaltet. Immer so ein bisschen hügelig eingebaut. Ein paar Steine. Ja, so ein paar Büsche. Und mit den Terrain-Tools gearbeitet. Hast du toll gemacht. Sehr, sehr cool. Den letzten schauen wir auch nochmal eben schnell. Wird aber nicht viel anders sein. Im Hintergrund kann man vermutlich auch schon den einen oder anderen Dino immer erkennen. Ihr seht schon, ne? Was ist denn das da? Keine Ahnung, was für ein Dino ist. Und da sieht man auch einen Langhals. Überall sind so Langhälse. Das ist mega cool, wie viele Dinosaurier man hier entdecken kann. Da sind Ankis. Also das ist hier ein richtiges Abenteuer. Super nice, der Park. War richtig viel Arbeit und Liebe hast du reingesteckt, das sieht man. Hast du ja auch geschrieben. So, was war es denn? Ein Apato war es, okay. So, wir schauen mal ganz schnell hier von den beiden Gehegen die Namen der Dinosaurier an. Da haben wir einmal Roar und Hast du Angst. Sehr, sehr cool. Allosaurus, auch ein nicer Dinosaurier. Nicht cool. So, der andere hat welchen Skin? Ich glaube, das ist der Standard-Skin. Ich glaube schon, ne? Nee, Steppenmuster, okay. Never mind. Und dann bin ich bei den Raptoren natürlich auch nochmal gespannt auf die Namen. So, wo haben wir sie denn? 5 Stück sind's. Fühle mich schlau. Bin ein Kevin. Oberschlauberger. Nerd. Und bin auch schlau. Okay, sehr coole Namen. Hast wahrscheinlich alle 5 verschiedenen Skins genommen, gehe ich mal von aus. Aber müssen wir jetzt ja nicht alle hier einzeln angucken. Sonst wären wir nie fertig, weil ihr seht ja, das große Gehege da hinten wartet noch auf uns. Und da werden wir viel zu entdecken haben. Den Weg hier hinter bin ich jetzt nicht lang gegangen. Aber ihr seht ja, oh, da geht sogar so ein bisschen hier auf den Berg hoch und sowas. Ja, da kann man auch die Dinosaurier gut beobachten. Und ja, die Einschienbahn weiß ich echt nicht, ob wir die noch schaffen nachher. Wir haben ja auf jeden Fall noch wieder eine dritte Gyrosphärenfahrt und ich bin noch nicht gespoilert, was es hier in dem Gehege gibt. Deswegen fahren wir damit jetzt einfach mal. So, wieder der falsche. Ich lerne es auch nie. So, dann fahren wir hier mal durch. Oha, okay. Die Dinosaurier haben wir doch schon gesehen, die hier drin sind. Ihr habt es gerade schon bestimmt mitbekommen. Aber wir fahren mal hier die Strecke entlang. Ist so schön mit Palmen gemacht. Ich finde, die neuen Deko-Sachen sind ja schon echt schnieke, ne? Also die machen wirklich die Gehege so viel lebendiger. Ein krasser Unterschied. 3 Spinos hast du hier reingemacht. Ey, ey. Und da hinten sieht man auch schon wieder Dinosaurier auf dem Berg. Finde ich mega cool. So, wir fahren weiter. Wir überholen hier die Kugel. Ja, war das schon die Fahrt? Ich glaube, es geht hier schon zurück, kann das sein? Oh, es geht hier echt schon zurück. Okay, dann waren die Spinos nur gerade sehr weit hinten. Dann fahren wir natürlich nochmal ein bisschen näher an die ran, um die zu beobachten. Ich dachte, es schlängelt sich nochmal da so ein bisschen rum. Ah, sehr cool, ne? Spinosaurus ist natürlich sowieso einer meiner Favoriten bei Jurassic World Evolution. Ultra cool. Und ich hoffe, der frisst jetzt mal. Das würde ich mir gerne anschauen. Aber die scheinen hier gerade nur rumzustolzieren. Oder frisst er jetzt? Wenn er frisst, schauen wir zu. Denn die Fische sind noch nicht unruhig. Aber er scheint keinen Bock darauf zu haben, dass wir uns hier gerade so nähern. Warum tibbelt er denn jetzt so? Oh Gott, was ist jetzt los? Ganz ruhig, Bruder. Ich verschwinde gleich wieder. Ja, der scheint keinen Lust auf uns zu haben. Okay, wollen wir die mal nicht weiter stören, Leute. Mit denen wollen wir uns nämlich nicht es hier verscherzen. Könnte sehr unangenehm werden. Darf ich bitte hier durch? Wäre das in Ordnung? Ich glaube, die kreisen mich gerade ein. Okay, die scheinen gerade keine Lust darauf zu haben, dass ich da durchfahre. Ich fahre mal ganz schnell vorbei. Und gehen wir aus der Kugel raus. Ist ja nur noch der Weg zurück. Ich denke, das ist nicht mehr so spannend. Schauen wir uns doch nochmal ganz kurz hier das Gehege etwas an. Hast du auch sehr schön viel Wasser gemacht. Ein sehr schönes Wasserbecken. Schön mit Deko-Elementen gearbeitet. Mit Stein, mit Busch, mit Baum. Und was es so alles gibt. Die Namen schauen wir nochmal eben. Dino. Durchnummeriert. Oh, wie schön der hier schläft jetzt.
Das ist ja mal ultra passend, oder? Guck mal. Wenn man da mit der Gyrosphäre jetzt lang fährt. Ultra cool. Und da kommt auch schon der nächste ins Bild gelaufen. Und bleibt genau im Bild stehen. Und steht da auf. Eieieiei. Also das ist auch krass, ne? Wenn du jetzt hier drin sitzt. Schnell hier weg. Okay, das Gehege haben wir gesehen. Sehr cool. Hier außen führt dann noch ein Weg lang. Und ich glaube, das geht schon wieder zum Anfang des Parks, ne? Jo, das geht dann hier zum Anfang des Parks. Ich glaube, hier haben wir jetzt alle Gehege gesehen. Und jetzt wartet nur noch das ganz Große auf uns. Boah, ihr seht ja, wie verschnörkelt das hier alles ist. Also richtig, richtig krass. Wie viele Dinosaurier hier drin sind. Hammer. Also nicht schlecht. Diesen Teil haben wir jetzt hier gesehen. Und ihr seht ja, wir haben hier noch zwei riesige Gehege. Einmal das hier und einmal das hier mit ganz vielen Pflanzenfressern. Und ich weiß gar nicht, ob du da eine Gyrosphärenfahrt drin hast. Keine Ahnung. Ansonsten müssen wir vielleicht noch echt mal mit der Einschienenbahn fahren. Oder halt, wir erkunden das so. Können wir eigentlich beides machen. Hier hinten waren wir auch schon. Sehr cool. Ich würde jetzt sagen, wir springen direkt jetzt hier mal rein und gucken mal, ob du denn hier eine... Hast du hier eine Gyrosphäre? Nee, leider nicht. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Ja, jetzt die Frage. Gehen wir mit der Einschiebahn oder fliegen wir da so mal eben durch? Ich würde fast sagen, dass wir so durchfliegen, weil dann kann man das ein bisschen entspannter angucken. Du hast auf jeden Fall sehr, sehr schöne Berggehege gebaut. Dadurch kommt, oder hat man immer im Hintergrund, wenn man in so einem Turm oder so ist, eine sehr schöne Sicht auf irgendwelche Dinosaurier. Die haben sich aber gerade alle gar nicht in diesem Bereich hier verteilt, auch wenn du hier überall Futterspende eingebaut hast. Dann sind alle irgendwie hier hinten, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Sehr toll gemacht hier mit den ganzen Klippen und sowas. Finde ich cool, dass du das so ein bisschen so moosig gemacht hast. Sehr schön. Hast du mit den, also du hast da Klippen gezeichnet, glaube ich, und dann Büsche rüber gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Sieht ultra cool aus. Hier hinten so ein paar belebte Pflanzen. Und dann haben wir hier auch schon die ersten Dinosaurier. Nämlich Mutabura sind es, glaube ich. Ja. Der Mutabura hat auch echt tolle Skins, wie ihr seht. Ultra nice. Vielleicht können wir... Ah ne, dann kann ich die Namen nicht sehen. Wir bleiben mal in dieser Ansicht. Genau. Wir sind hier schön am Grasen. Kann gut sein, dass ich jetzt gleich den einen oder anderen Dino übersehe, weil ich fliege jetzt hier mal so ein bisschen durch den Dschungel und erkunde das Ganze. Guck mal, hier haben wir so eine riesige Oase, so ein riesiges Wasserbecken. Mega cool. Das ist auch so umzäunt von so ein bisschen höheren Berg, wenn ihr mal schaut. Wie so ein kleines Tal in dem Berg. Ultra cool gemacht. Hier außen hast du auch nochmal ein Wasserbecken, das habe ich gar nicht gesehen. Es ist sehr, sehr schwer, solche gut aussehenden Wasserbecken zu bauen auf einem Berg. Das habt ihr ja bei meinem Mountainpark gesehen. Aber ich würde sagen, wir schauen mal eben hier kurz, was für Dinos sich hier rumtreiben. Hier haben wir wirklich alles, was Pflanzenfresser angeht. Hier ist ein Apato, hier ist ein Triceratops, noch ein Mutabura, Stegosaurus. Wir sind hier alle glücklich am Rumschlawinern. So, was haben wir hier? Coritosaurus, auch ein sehr schöner Dinosaurier mit sehr schönen Skins. Dann haben wir hier hinten noch ein Mamenchi, noch ein Mamenchi, noch ein Triceratops und noch ein Triceratops. Sehr, sehr nice. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Namen haben, ansonsten kann ich auch echt in die andere Perspektive gehen. Ich glaube, die haben alle keine Namen. Also das passt soweit. Ah, nee. Ich glaube, wir können echt in die andere Perspektive gehen, Leute. Dann kann ich nämlich ein bisschen schönere Aufnahmen hier machen. Gehen wir mal in den Aufnahmemodus. Dafür mache ich mal ganz kurz hier den Controller an. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Ja, wir nehmen jetzt schon fast 25 Minuten auf oder so. Also ein bisschen ranhalten müssen wir uns schon. Und ihr seht jetzt schon hier auf den Klippen und sowas sind hier die Coritos ordentlich am Brüllen. Und die haben echt schöne Skins, ne? Also Coritosaurus ist auch sehr, sehr cool. Mache ich viel zu selten, wenn ich ehrlich bin. Aber der Park sieht schon nice aus, ne? Auch dann hier so an den Klippen mit der Einschienenbahn. Mega cool. Gehen wir auch nochmal hoch zu der Oase. So. Hier rum zum Wasser. Da ist auch nochmal der ein oder andere Dino zu sehen. Nochmal. Ist das auch ein Mamenchi? Ich glaube schon, ne? Ja, ich glaube, das ist auch ein Mamenchi. Hier hinten waren wir ja schon. Gehen wir mal nochmal ein bisschen weiter. Stego. Die machen ja richtig Action.
Burritos. Sehr cool. Was haben wir denn noch hier hinten? Also die neuen Deko-Elemente sehen schon sehr, sehr nice aus. Sieht halt alles viel lebhafter und natürlicher aus. Das ist, glaube ich, ein Apato, ne? Das ist ein Apato. Ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Hier haben wir noch einen weiteren Langhals. Und einen Anki, den wir ja vorhin schon gesehen haben vom Weiten. Sehr cool. Hier ist noch ein zweiter Anki. Das ist, glaube ich, so mein Lieblings-Anki-Skin, der grüne. Die sind ja auch ordentlich am Grasen, die Dudes. Zoomen wir nochmal ein bisschen raus, schauen uns das Gehege von oben nochmal an. Ein bisschen schneller. Und ihr seht schon, das ist ein riesiger Berg, ne? Richtig, richtig krass und ein sehr, sehr großes Gehege. Also wirklich toll gemacht, eine ganz tolle Optik hast du hier reingekommen in das Gehege. Sieht super aus. Und direkt nebenan haben wir nämlich nochmal so ein Berggehege. Auch mit einem ganz tollen Tal, mit Wasser dahinter. Sieht man jetzt schon. Ultra nice. Fliegen wir auch mal hier hinten durch. Auch wieder schön mit den Klippen gearbeitet. Und dann sehen wir schon die ersten Dinosaurier. Vielleicht können wir unter dem Hals durchfliegen. Sehr cool. Brachiosaurus hier gerade am Trinken. Das sind ein paar Bäume. Noch die ein oder anderen Brachiosauren. Sauruse. Mit der Mehrzahl bin ich immer noch. Keine Ahnung, wie es ist. Aber du hast es echt schön gemacht, dass du in diese Berggehege noch so Tale, sag ich mal, eingebaut hast, wo dann so eine riesige Wasserstätte ist. Sieht schon sehr, sehr nice aus. Was haben wir denn hier? Ist das ein Pachy? Ah, das sind Pachys. Cool. Wir rennen gerade auch zum Wasser, wollen was trinken. Brüllen jetzt hier auch ein bisschen rum. Und was ist das hier? Das ist jetzt auch wieder eine gute Frage. Könnte alles sein. Kendro, Nyango. Ich weiß es nicht, Leute. Ich kann es nicht genau zuordnen. Er macht auf jeden Fall einen schönen Hops. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was das für ein ist. So, dann haben wir hier Diplodocus. Auch ein ganz toller Dinosaurier. Da oben haben wir noch Cintarosaurus, ist das, glaube ich, der da angelaufen kommt. Ja. Die Diplodocus laufen auch gerade hier zum Tal, zum großen Tal nach unten. Wollen wir was trinken. Boah, es ist wirklich schön hier. Wir gerade alle fleißig am Fressen. Dann sind noch mehr von den wo ich nicht weiß, welche sie genau sind. Aber auch coole Skins. Die brüllen jetzt hier auch ordentlich rum. Dann sehen wir noch Paras hier. Also es ist ultra belebt hier. Es ist wie so ein richtiges Paradies für Pflanzenfresser. Schöne Paras. Die kann man ja auch immer in jedes Pflanzenfressergehege packen. Passen wirklich immer super dazu. So. Dann haben wir noch Sinoceratops. Und Edmontos, wie es aussieht. Ich bin weggedrückt. Und hier sind die Sinos. Und da sind die Edmontos. Natürlich auch immer schön. Die haben echt schöne Farben. Und da hinten ist auch noch irgendwas. Ja, das ist nochmal so ein... was habe ich gesagt? Wie heißen die nochmal? Cintarosaurus, glaube ich, ne? Ich hoffe, ich bin damit richtig. Oh, da läuft noch was rum. Wer läuft da weg? Ach, du bist wieder der, wo ich mir nicht sicher bin. Ja, dann lauf mal, Kleiner. Hier sind auch noch Gallis oder sowas. Ich glaube, das sind Gallimimus. Oder die Aero. Ornotumimus oder wie auch immer die heißen. Das kann ich mir auch nie merken. Gehen jetzt auch zum Wasser. Haben auch tolle Skins. Ist echt schön hier, ne? Also, super. Hast du echt schön gebaut, das Gehege. Ganz, ganz toll. Ich zoome nochmal ein bisschen raus. Und dann seht ihr nochmal hier den Berg, ne? Richtig, richtig cool mit diesem Tal da unten. Dann die Strecke da auch noch entlang gebaut, die Einschienbahn. Die Einschienbahnfahrt lohnt sich sicherlich auch noch, aber das würde jetzt den Zeitrahmen sprengen, denke ich. Sehr, sehr nice geworden, der Park. Von dir. Wie war nochmal dein Name? Jetzt habe ich ihn vergessen. Black. Ich schaue es gleich nochmal nach, das Ende von dem Video. Ja, ich glaube, wir sind soweit durch. Hast du wirklich sehr, sehr schön gemacht hier, die Bergoptik. Richtig viele Gehege, richtig viele Dinosaurier. Ich schaue nochmal eben hier die Gesamtsicht für euch. Also sieht echt nice aus, der Park. Ist auch eine richtig krasse Einschienenbahnfahrt. Vielleicht können wir uns die ja nochmal irgendwann angucken gemeinsam. Aber ich schaue jetzt nochmal eben, wie viele Dinosaurier du jetzt in deinem Park verwendet hast. Weil das würde mich mal interessieren. Du hast
Ah, das stand hier schon, glaube ich, ne? 85 Dinosaurier. Sehr, sehr nice. Ist ein ganz toller Park geworden. Vielen, vielen Dank, dass du ihn mir eingesendet hast. Hat richtig Spaß gemacht, ihn zu erkunden. Und falls euch der Park gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr auch einen Park bauen wollt oder einen Park habt, dann könnt ihr ihn mir gerne an meine E-Mail-Adresse schicken. Die ist unten in der Videobeschreibung. Und ihr könnt das Ganze auch natürlich hochladen und mir dann im Discord den Link dazu schicken. Das geht genauso. Wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr mir einen Park schickt mit dem neuen Update. Falls ihr mir schon einen geschickt habt, dann könnt ihr den auch gerne nochmal bearbeiten mit dem neuen Update, mit diesen ganzen Deko-Elementen und sowas. Und ihn mir dann nochmal erneut schicken. Dann steigt auf jeden Fall die Chance, dass ich ihn hier rannehme in diesem Projekt. Ansonsten, ich schaue nochmal ganz kurz nach, von wem der Park denn jetzt hier war. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das ganze Projekt hier gefällt, würde ich mich auch sehr über ein Like freuen, während ich mich jetzt hier kurz einlogge. Ihr dürft gerne auch unten kommentieren, wie euch der Park gefallen hat. Habe ich wahrscheinlich schon gesagt, ich wiederhole mich jetzt. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Ich muss nämlich jetzt hier ganz schnell rausfinden, von wem der Park war. Und das war genau Black Schwammig hat mir den Park geschickt. Vielen, vielen Dank, Black Schwammig. Toller Park ist es geworden. Und ich bedanke mich vielmals bei euch für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Haut rein, euer Dandy.